war eine kurze Nacht hier. Unterbrechung. Wir müssen jetzt halt zu früh los, um den Mietwagen abzuholen, den wir noch bis morgen haben. Und dann das Wohnmobil fertig machen zum Abgeben. Das ist alles bis 11. Jetzt ist es kurz nach 6. Wir müssen auch sauber machen, auftanken, Propan auftanken. Einpacken. Und den Mietwagen abholen. Und damit wir das alles zeitlich hinbekommen, teilen Lisa und David sich auf. Ich bin jetzt hier bei Budget am Flughafen San Francisco und wollte meinen für 7 Uhr reservierten Mietwagen abholen, den ich auch mit Hand Controls angemeldet habe. Also dass ich als Rollstuhlfahrer den fahren kann. Und jetzt ist es mittlerweile 8.45 Uhr und er ist immer noch nicht da. Ich hoffe, dass ich endlich wegkomme. Wir müssen auch in knapp 2 Stunden den AB abgeben, müssen den vorher noch sauber machen. Und auch nochmal bis dahin fahren, das ist auch noch eine ganze Ecke. Ich muss aber fairerweise sagen, dass bei Budget auf jeden Fall sehr freundlich waren. Also es war jetzt nicht super ätzend, es war ätzend zu warten, aber ich sitze hier, habe Kaffee bekommen, kostenlos natürlich, und wir waren super freundlich, habe mich nett mit denen unterhalten. Wenn jetzt noch das Auto kommen würde, wäre das echt versöhnlich. Nach einer Stunde Wartezeit sitze ich jetzt in der Tiefgarage und warte wieder. Aber angeblich soll gleich ein Ford Flex hierher kommen mit Hand Controls. Also immerhin hat er mir jetzt angeboten, dass ich das Ganze ein bisschen günstiger bekomme. Dafür, dass ich jetzt 1,5 Stunden warten musste und er immer noch nicht hier ist. Wenn es denn nicht losgeht, dann wäre es aber echt schön. So, jetzt hoffe ich mal, dass wir mit dem Auto heute noch besser klarkommen. Wenn wir erstmal den AV abgegeben haben, können wir nochmal nach San Francisco rein. In dem Auto kann man zwar kein Essen kochen und nicht duschen, aber vielleicht sehen wir dann auch mal was von San Francisco und können easy ein- und aussteigen. So, jetzt haben wir unser mobiles Heim abgegeben. 2 Stunden zu spät. Muss man $50 für zahlen. $17 für Propan nicht mehr auffüllen konnten. Haben aber Geld wiederbekommen, weil wir ja nur den 25 Fuß das Wohnmobil haben und eigentlich für das 30 Fuß bezahlt haben. Ja, also am Ende einen ganz guten Schnitt gemacht. Der letzte Tag jetzt hier war aber bislang voll ätzend, sehr schweißtreibend. Wir mussten den ganzen Scheiß aus dem Wohnmobil rausholen, Müll wegbringen, putzen, abdampen. Ja, wir sind um 6 Uhr aufgestanden, wir haben es jetzt 1 Uhr. 1 Uhr. Und noch nichts gemacht, außer... Ja, außer wir konnten noch nicht mal mehr die Dusche nutzen, wir konnten noch nicht mal mehr was essen jetzt so richtig. Das heißt, ab jetzt sind wir wieder ohne Wohnmobil unterwegs, jetzt suchen wir uns ein Schwimmbad, um da uns frisch zu machen, weil es ist auch scheiße heiß heute. Und dann versuchen wir es nochmal in San Francisco. Wir haben die ganze Nacht Zeit, denn um 3 oder um 4 müssen wir am Flughafen sein. Und ein Hotel haben wir nicht, also... Nur ein Auto. Genau, nur ein Auto. Auf geht's. San Francisco, Versuch Nummer 2. Ja, ich habe gerade mal gefragt, so ein Fahrer von den Cable Cars, ob es denn irgendwo eine Möglichkeit gibt, ja, als Rollstuhlfahrer damit zu fahren. Keine Chance. California dreaming, I'm such a winner's day.
Berge in San Francisco fertig machen, nehmen wir jetzt den Bus, um auch mal ein bisschen was zu sehen und nicht nur aus dem Auto. Wie kalt ist Erdbeben? Erdbeben to go. Dieser Klemme wird man hier gehalten, da fährt man einfach rückwärts rein und dann hält die einem fest. Please hold on. Auf die Reise nach Hause. Wir sind am Flughafen San Francisco. Es ist scheiße früh in der Nacht. Wir haben gerade unser Rental Car abgegeben und sind jetzt mit dem Airport-Zug auf dem Weg zum Terminal, um nach Hause zu kommen. Wir sind auf dem Weg nach Frankfurt. Die Reise neigt sich dem Ende. Wir müssen es nur noch schaffen, nach Frankfurt zu kommen und also von Frankfurt nach Dortmund dann. Ja, toll. Also noch ein paar Stunden. Mit Kindergeschrei. Und wir sind schon wie viele Stunden unterwegs? Ganz viele. Viele. Und noch viele mehr, die kommen. Ja. War auf jeden Fall eine interessante Reise mit Höhen und Tiefen. Höhen, die Brücke, über die wir gefahren sind, mit dem Fahrrad. Und dass ich die Trophäe gewonnen habe. Und der Skatepark in Las Vegas. Ja. Craig Ranch. Mit Aaron skaten, mit den NorCal-Jungs skaten, mit Randy und Garnet. Also Leute, die das treffen bei der WM. Also mehr Höhen als die. Sind wir in Frankfurt gelandet, wohlbehalten, aber scheiße müde. Ich glaube, das sieht man mir auch an. Wir reisen jetzt nur noch mit leichtem Gepäck weiter. Ist zum Glück nichts verloren gegangen, aber Lisas Smart Wheel hat einen kleinen Knick, deswegen rastet es nicht mehr ein. Ist nichts Dramatisches, aber ist ein bisschen verbogen, weswegen es nicht mehr einrastet, weswegen wir jetzt die Koffer selber nicht so wirklich von A nach B transportieren können ohne Probleme. Aber dafür werden jetzt von American Airlines hinterhergeschickt und das erspart uns eine Menge Buckelei. Gerade wenn wir so gejetlaggt sind, ist also das ganz cool, dass wir mit leichtem Gepäck fahren können. Genau, also bis auf die Rennerei ist es eigentlich ganz cool. Ja. Ich muss jetzt halt noch ein bisschen hier durch den Flughafen eiern, um halt alles zu organisieren und zu bekommen. Jetzt sind wir am Bahnhof und wollen eigentlich einen Zug anmelden nach Dortmund, aber die Information ist gerade nicht besetzt. Wir haben halt kein Vorjahr angemeldet und kein Vorjahr gebucht, weil wir halt nicht wussten, wie lange das immer dauert. Und das hat sich auch wieder gezeigt mit diesem ganzen, hier erst noch da gucken wegen dem Schaden und
Da musste man auch was vom Lost and Found abholen, was uns aus dem Koffer genommen wurde auf Hinreise. Ja, also deswegen war es ja wieder mal gut, dass wir nicht vorher gebucht haben und jetzt umbuchen müssen, sondern dass wir jetzt einfach den nächstbesten Zug nehmen.